Willkommen zurück bei den Säulen der Erde. Ja, wir sind quasi eins nach William Hamley. Ja, wir haben jetzt hier die Wiedereinsetzung von Aliena von Shiring. König Henrich II. Bei dem Rate seiner Freiherren und zur Erfüllung des Vertrages von Wallingford verfügt, dass Shiring und jeweilige Gemeinden wieder denen zukommen, die zu Zeiten des Herrn König Stephans die rechtmäßigen Eigentümer waren. Innerhalb der Laufzeit seiner Regierungsmacht soll der nächste Blutsverwandte des ehemaligen Grafen Bartholomäus von Shiring den Titel erhalten. Demzufolge wird Aliena von Shiring zur Gräfin ernannt, zu besiegeln in einer offiziellen Einsetzungszeremonie, bis ihr Sohn Mündigkeit erreicht. Das heißt ja eigentlich, dass unser Bruder auf den Grafentitel verzichtet hat und wir jetzt Gräfin sind von Shiring. Ich glaube, das hätte es so nicht gegeben. Aber ich kenne mich da noch nicht so mit aus. Aber wir spielen einfach mal weiter. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es hier weitergeht. Nun schickt einen Boten nach Kingsbridge und sagt Prior Philip, dass Shiring endlich frei ist. Was ist los? Warum lachen Sie? Ihr könnt einen Boten schicken, wenn ihr wollt. Aber vom Prior wird nicht mehr viel übrig sein, wenn er ankommt. Was? Ehrlich, was geht hier vor? Oh nein, die Kirche, oder? Kapitel 19. Ja, du hast dich in Earth Castle hineingeschlichen mit einer Armee von Outlaws als Rückendeckung. Du hast die ehemaligen Ritter deines Vaters nicht angesprochen. Du hast Elizabeth angewiesen, Earth Castle zu verlassen. Du hast Williams Männern auferlegt, beim Wiederaufbau Shirings zu helfen. Und Richard hat dich zum wahren Grafen von Shiring ernannt. Tja, aber was passiert denn jetzt mit Prior Philip? Ich glaube, der hat ja so ein bisschen Ärger mit der Kirche, was so derzeit nicht unbedingt das Beste war, was man tun konnte. Wir akzeptieren diesen Kapitel 19 und springen jetzt direkt ins Kapitel 20, ins vorletzte Kapitel dieses Spiels. Der Papst glaubt, wir sollten ihn entweder verbrennen oder ihn zum Bischof von Kingsbridge machen. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Meine Männer haben ihn festgenommen, als Kingsbridge ungeschützt war. Boah, ich hasse ihn. Als seine Freunde die Burg des Grafen erobert haben? Ja. Wenigstens in seinem Tod ist euch William Hamley noch nützlich gewesen. Boah, ich hasse die beiden, ey. Kapitel 20. Das Ende. Shiring, der Tag des Prozesses. Seht all diese Leute. Es sieht so aus, als hätten sie Spaß daran. Sie ändern sich nie. Ihr geifernden Hunde solltet euch schämen. Halt's Maul, du alte Hexe! Ellen? Mir geht es nicht gut. Ich bleibe bei dir. Geht voraus, wir kommen nach. Schnell, sonst kommt ihr zu spät. Ist deine Mutter krank? Das ist es nicht. Hier haben sie meinen Vater gehängt. Aber hätten wir das irgendwie verhindern können, dass sie Prior James packen? Das hohe Gericht. Die Beisitzer. Der Bruder des Königs von England. Der ehrwürdige Herr Bischof Henry von Winchester. Und ihre Hochgeboren Gräfin Lady Aliena von Shiring. Der Vorsitzende. Der ehrwürdige Herr Bischof von Shiring und Kingsbridge. Walleran Bigot. Boah, ich hasse ihn, ey. Bitte. Die Kirche ist nicht ohne Fehl. Wir haben uns heute hier versammelt vor Gottes Angesicht, um über einen der unseren zu richten. Er hat geschrieben, dass Kirche und Papst nicht notwendig sind als Vermittler zwischen Gott und den Menschen.
dass Gott im Menschen wohnt, dass alle Menschen gleich sind und dass jeder Sünder dem Herrn so nahe steht wie der Papst selbst. Jetzt bitten wir Gott um sein Urteil. Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Boah, die Kirche, ne? Ey, nicht unser. Geh mir auf den Keks. Und nicht euer. Ihr werdet der Ketzerei angeklagt. Philipp von Gwyneth, wie bekennt ihr euch? Antwortet. Ich bin nicht schuldig. Unschuldig? Wer ist unschuldig? Eure Lehren sprechen eine andere Sprache. Schuldig, sage ich. All dies erfüllt mich mit Trauer. Wenn ich schuldig gesagt hätte, wäre ich doch vorbei gewesen hier. Aber wir hatten gehofft, euch zum Bischof von Kingsbridge zu machen. Wie konnte es so weit kommen, Philipp? Zum Teil war es meine Schuld. Ich habe Philipp in seinen ersten Jahren unterstützt. Ich beantrage, dass Philipp ab sofort seines Amts als Prior entkleidet wird. Nein! Und dass er in Gewahrsam genommen wird, bis Shiring und ganz England von den vergifteten Worten geheilt sind, die er verbreitet hat. Nein! Was? Zum Glück sitzt Aliena da, ganz ehrlich. Beschuldigt wurde von selbst. Ach komm, Eskalation! Stimmt ihr etwa nicht mit der Kirche überein, Gräfin? Ihr beschuldigt Philipp, weil er sich euch widersetzt hat. Ich machte ihn zum Prior. Und dankbar war er nicht. Aber nein, ich klage ihn an, weil seine Lehren falsch sind. Und ich will beweisen, dass Philipps Entscheidungen in der Vergangenheit mehr als einmal falsch waren. Das waren sie wirklich von mir. Ruft Remigius auf. Oh nee, nicht der. Der Prior von Shiring. Vater Remigius. Ah, das ist jetzt der neue. Ja, der steckt doch mit denen unter einer Decke. Ey, ich hasse den Typen. Mein Herr Bischof. Sagt dem Gericht Remigius, was ihr mir erzählt habt. Viele Jahre habe ich als Subprior von Kingsbridge gedient. Erst für Prior James, dann für den Angeklagten. Was war euer erster Eindruck von ihm? Ich nahm Anstoß an der Art und Weise, wie er die Diskussionen im Kapitelhaus geführt hat. Was noch? Unser Prior Philipp hat den Flüchtlingen aus Earls Castle bereitwillig Zuflucht gewährt. Ja, aber das ist doch quasi religiös. Ist das nicht eine gute Tat? Ja, eben. Ein Akt der Nächstenliebe? Ja, nur das meinte ich. Ihr kennt ihn nicht so gut, wie ihr ihn zu kennen glaubt, Gräfin Aliena. Das wird sich heute jedoch ändern. Dann, am ersten Tag unseres Wollmarkts, wurden wir angegriffen. Ich habe davon gehört. Schrecklich. Ich versuchte, das Leid einer Frau mit den Worten der Heiligen Schrift zu lindern. Ja, bitte. Die Frau unseres Baumeisters wollte sie mit giftigen Kräutern verhexen. Und Philipp schritt ein? Ja. Er stieß mich beiseite und gab der Frau Gift. Alter, was? Dafür sollte er hängen. Oh, nein. Hilft einer das Hexe? Würde er nicht tun. Es ist schlimmer, als ich dachte. Es war kein Gift. Und dann kam der Tag, als die Statue der Jungfrau Maria in Kingsbridge ankam. Boah, da habe ich es aber auch richtig derbe verkackt. Ich habe nicht geglaubt, dass es ein Wunder war. Die heilige Maria! Natürlich Kingsbridge. Ist es ein Wunder! Die Jungfrau hat selbst zu mir gesprochen! Ich auch! Zweifellos ist es ein Wunder. Ich habe von vielen gehört, die in Kingsbridge geheilt wurden. Ja! Amen! Amen. Heilige Maria, segne uns alle! Nun, mir wurde ja auch bald klar, dass es ein echtes Wunder war. Dumme. Aber Philipp nicht.
Hä? Ihm ging es nur um das Geld, das die Leute am Schrein der Jungfrau spendeten. Deshalb bin ich gegangen. Das war richtig. Amen. Nun, ich glaube, da gibt es noch etwas, das ihr uns nicht erzählt habt. Etwas sehr Wichtiges? Ja. Philipp hat ein Kind gezeugt. Was? Unglaublich! Ich wusste es. Einen Sohn. Und er hat ihn in der Priorei aufgezogen. Er ist schuldig. Ja. Ihr habt doch ihm alle. Von Kingsbridge tritt vor. Das ist aber gar nicht der Sohn. Das ist lächerlich. Boah, regen die mich gerade auf, ey. Ist das? Ist das die Wahrheit? Seid ihr Philipps Sohn? Beantworte die Frage, Jonathan von Kingsbridge. Philipp war immer wie ein Vater zu mir. Aber er ist nicht mein Vater. Woher weißt du das? Er hat es mir gesagt. Woher weißt du, dass er die Wahrheit sprach? Sprecht! Würde denn die Lügen, ha? Antwortet Bischof Warren. Da war ganz ruhig, ey. Könnte mein Vater sein. Aber er ist es nicht. Er sagte mir, man hätte mich im Wald gefunden. Im Wald? Ist das wahr, Philipp? Oder lügt ihr? Und weiter? Er wurde im Wald ausgesetzt. Mein Bruder hat ihn gefunden. Er ist so der Bruder von Martha. Euer Bruder? Stand er nicht in Diensten des Grafen von Gloucester? Ihr habt ihn schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen, stimmt's? Dann fragen wir doch seinen Bruder, ob die Geschichte wahr ist. Boah, jetzt graben sie aber die richtig dicken Dinger aus, ey. Alter, der sieht aber scheiße aus. Francis! Was ist mit dir geschehen? Es ist nicht deine Schuld. Er tut das, um dir zu schaden. Bei Gott! Francis von Gwynedd. Er wurde vor mehr als 15 Jahren eingekerkert. Alter Billy. Er wurde verurteilt wegen Verschwörung gegen seinen eigenen Herrn, Graf Robert. Führt den Gefangenen weg. Philipp hat es mir selbst erzählt. Und ich sagte es Graf Robert. Ja, was ein Penner. Das muss doch. Denn Gott und die Kirche können in diesen Konflikten keine Partei ergreifen. Nur ein Bruder wurde bislang bestraft. Aber beide haben sich gegen Graf Robert verschworen. Aber darum geht's doch hier gerade gar und nicht. Und seinen Verbündeten Graf Bartholomäus, euren Vater, Lady Aliena. Philipp hat all diese Flüchtlinge damals aufgenommen, weil er an ihrem Schicksal schuld war. Und an eurem, als ihr euren Vater und die Grafschaft verloren habt. Dies, Lady Aliena, ist der Mann, den ihr zu schützen. Aber guck mal, wie lange ist das schon her? 17 Jahre oder so? Da, hier, vergeben dem. Ich weiß, dass er von Sorgen geplagt ist. Wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn sie in Wahrheit schreckliche Fehler sind. Ich bin dankbar, dass mir vergeben wurde, als ich einen Fehler machte. Jetzt vergebe ich ihm. Kehren wir nun zu unserem aktuellen Problem zurück. Ich wollte gerade sagen. Es gibt jemanden, der bezeugen kann, wie Jonathan im Wald gefunden wurde. Und der ein Licht darauf werfen kann, wer wirklich Jonathans Vater ist. Und wer ist das? Mein Ehemann,
Ach jo, der ist ja jetzt auch dann Graf, oder? Wie ist euer Name? Er ist der Baumeister von Kingsbridge. Jack Jackson oder Jack Builder? Was bringt mehr? Ach ja. Habt ihr den Mut verloren? Nee. Nein, das habe ich nicht. Ihr wisst genau, weshalb es schwer für mich ist, euch gegenüberzutreten. Man nennt mich Jack, nach meinem Vater. Mein Name ist Jack Jackson. Ja, wir sind uns schon begegnet. Wie alt wart ihr, als ihr angeblich Jonathan als Kind im Wald gesehen habt? 12. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Philipp sagt die Wahrheit. Ihr wart ein Kind. Und was habt ihr dort getan? Im Wald? Ja, ich hab da gewohnt. Ich lebte im Wald. Ja. Mit meiner Mutter. Genau. Sie waren Outlaws. Prior Remigius ist der vertrauenswürdigste Zeuge heute. Und seine Aussage belastet Philipp in nicht geringem Umfang. Die vagen Erinnerungen eines Outlaw-Kindes haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Er hat ein Kind gezeugt! Nein! Er würde das nie tun! Remigius könnte das gar nicht tun, weil das Gräfin Aliena hat recht. Wir wissen nicht genug, um so hart über ihn zu richten, wie ihr es gefordert habt, Bischof Warren. Ihr habt recht, Bischof Henry. Wie ich sagte, es ist nicht an uns, über diesen Mann zu richten. Philipp von Gwynedd hat sich für unschuldig erklärt. Aber wie unschuldig ist er? Wir bitten Gott um Ach, sein du Urteil. Scheiße. Als Bischof von Kingsbridge und Shiring verlange ich eine Feuerprobe. Genau, so ein Hexen. Das ist Wahnsinn! So ein Hexending jetzt auch noch, ey. Philipp von Gwynedd soll auf dem Scheiterhaufen geprüft werden. Wenn er unschuldig ist, wird Gott ihn vor den Flammen bewahren. Wenn nicht, wird genau. er als Ketzer und Sünder brennen, als den Gott ihn erkannt hat. Nein! Ist euch schon mal aufgefallen, dass keiner diese Feuerprobe überstanden hat? Hm? So wirklich keiner? Walleran Biggert! Diesmal nicht! Sie ist es. Ich habe das Kind und Francis gesehen. Ich war dort. Philipp ist nicht der Vater des Kindes. Er ist ein Narr, aber er ist ein guter Mensch. Wer ist dann der Vater? Tom Builder. Sie stecken alle unter einer Decke. Ach so. Diese Frau ist eine Hexe und ein Outlaw. Sie lebte in Sünde mit einem Dieb. Er wurde vor 30 Jahren in Shiring gehängt. Er war kein Dieb. Er war ein guter Mensch. Du hast ihn ermordet, Walleran Biggert. Was hat das zu bedeuten? Er war ein Dieb. Er hat einen goldenen Kelch gestohlen, ihn eingeschmolzen und verkauft. Ja. Welchen Kelch? Zeig ihn den Kelch. Den Kelch der heiligen Messe. Er hat ihn aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Sakrileg. Illuminati. Ja, Prior James von Kingsbridge hat ihn auf frischer Tat ertappt. Wir zeigen einfach den Kelch. Down, down, down. Ist das der Kelch? Ihr sagtet, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Glaubt nicht an ihre Lügen. Das könnte jeder Kelch sein. Das beweist überhaupt nichts. Wo habt ihr diesen Kelch gefunden? In einer geheimen Kammer. Wir glauben, dass Prior James ihn versteckt hat, weil er sich schuldig fühlte, Jacks Vater fälschlich angeklagt zu haben. Habt ihr irgendwelche Beweise?
Er hat es mir gesagt. In der Nacht, als die Kathedrale abbrannte. Ich war dort. Ich habe ihn gesehen. Prior James ist Wochen vorher gestorben. Nein, das stimmt nicht. Bischof Henry, er spricht die Wahrheit. Jetzt haut der Remius ab, ey. Na? Ich gebe euch Zeit bis zum Sonnenuntergang, um einen Zeugen vorzubringen, der eure Beschuldigungen gegen Bischof Walloran beweisen kann. Dieser Kelch allein genügt nicht. Wenn ihr dies nicht könnt, werdet ihr euch wegen Verleumdung verantworten müssen. Philip von Gwyneth, ihr bleibt unter Arrest. Ja, geil. Das Gericht vertagt sich bis zum Sonnenuntergang. Ja, geil. Wir brauchen einen Zeugen. Was machst du da? Ich habe gesehen, wie du Pläne für eine Kathedrale gezeichnet hast. Vielleicht können wir etwas Ähnliches tun, um einen Zeugen zu finden. Das verstehe ich nicht. Schauen wir mal. Dein Vater. Er sieht aus wie du. Wie meine Großmutter sagte. Und Bischof Walloran. Versuchen wir, die Verbindungen herzustellen. Vielleicht können wir so einen Zeugen finden. Gute Idee. Alles klar, das habe ich doch verstanden. Ja, und mit dieser wunderbaren Idee von Jonathan von Kingsbridge verabschieden wir uns für heute und schauen dann in der nächsten Folge, dass wir den passenden Zeugen für die Verhandlung finden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von den Säulen der Erde. Bis dahin, auf Wiedersehen.